Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zur Partnerbörse von Let's Playern für Let's Player. Ich bin zusammen im Teamspeak einmal mit dem Pokerkicks. Hallo. Und Mr. Futago 87. Hallo. Meine Wenigkeit Nickels von Team Special Let's Play. Ich begrüße euch nochmal ganz recht herzlich. Wir spielen heute Scarlet Blade in unserem neuen Projekt. Das Ganze nennt sich Group Finder. Eigentlich ganz simpel, wir setzen uns einmal die Woche hin, spielen 2 Stunden lang ein Free-to-Play-MMORPG, plattformunabhängig und werden das Ganze auch aufteilen. Wie genau wir die Folgen aufteilen, das erklärt euch mal ganz kurz der liebe Pokerkicks. Ja, hallo, die Folgen werden so gemacht, dass wir immer 30 Minuten machen, also plus minus, ihr wisst schon, so 28 bis 32, man weiß nicht, wann man genau aufhört. Und dann frei samstags und sonntags kommen die immer raus. Also die Verfolgen werden dann innerhalb von 2 Wochen auf allen 3 Kanälen gezeigt. Natürlich auch zeitgleich über die Zeit, selbst wenn wir uns noch einigen, keine Ahnung, wahrscheinlich 19 Uhr oder so, die Primetime halt. Ne? Ansonsten, wie gesagt, wir spielen heute für die erste Ausgabe oder für die ersten 4 Folgen, wenn ihr das so rechnen wollt, Scarlet Blade, Free-to-Play-Titel, welche sich nicht schäumt, viel auch zu zeigen. Ein bisschen was über Scarlet Blade kann uns gerne mal Futago erzählen. Ja, Titten, das MMO. Eigentlich. Kann man es wirklich nennen? Nice one. Es ist auch wirklich so. Also, es ist, wenn wir das dann gleich sehen im Charakterauswahlbildschirm, die Charakterdesigns sind speziell, würde ich mal ausdrücken. An ja, sich speziell. Ist es, tja, wie ich sagte doch gerade, Titten halt. Ja, wie gesagt, die schäumen sich nicht auch mal etwas zu zeigen. Ich denke, wir haben jetzt auch genug perlabert. Das wird sich ab den kommenden Folgen natürlich ändern. Aber wir brauchen ja einen kleinen Einstieg, um das Ganze zu erläutern. Und wir werden jetzt unsere Fraktion wählen und dann mal in Scarlet Blade reingucken. Pokerkicks, nimmst du die Zeit? Bist du so lieb? Die Zeit, ja, die habe ich im Auge. Die Zeit, erstes, wundervoll. Gut, Free Nights oder was? Würde sagen. Genau. Dann, liebe Leute, Freelight. Ach du Scheiße. Ja. Scheiße. Gewohnt trashig, liebe also, Leute. Also, ganz kurze Frage: super. Hat von euch irgendeiner das Spiel jemals gespielt? Punisher. Ich habe ihn reingeschaut, Destroyer. Mal kurz. Okay. Also, es ist ein ziemliches Standard-MMO eigentlich, alles in allem. Also, wenn wir jetzt hier den ersten Charakter haben, Defender, wie er heißt. A power of Defender. Das ist zum Beispiel der klassische Tank. Enemy lines with whirlwind melee okay. Skills. A true dann der Shadowwalker, wenn ihr draufklickt, dann wird auch eine schöne Beschreibung noch gesprochen. Das ist richtig, die labert hier die ganze Zeit dazwischen, die freche Olle. Ja, dann, laut, ne? Nicht wechseln vorher. Mhm. Shadowwalker sind so die DPS-Klasse. Mehr oder minder, also das sind so Deep-artige, von hinten angreifen Klasse, quasi von hinten nehmen. Jetzt sieht man auch irgendwie an den Klauen schon. Ja, sieht genau. Aus wie so Klauen. Der Whipper, oder die Whipperin, keine Ahnung, ist die Dumme. Ja, so eine Mischung aus Ach, das wird super. Es ist schwierig, das zu sagen alles, jetzt wenn bei den Dingen, die man hier zu sehen bekommt. Ja, naja, es ist ganz simpel. Wir haben den Alleskönner, wir haben den Damage-Dealer, wir haben den Mage, würde ich mal sagen. Wir Heiler, haben den Medic, wir haben den Sentinel Tank. Ist, ich würde mal sagen, das ist ja alles schon ein bisschen größer strukturiert, glaube ich. Ja, also, so ein bisschen. Weiter aufgespielt, weil normalerweise hast du ja so 3-4 Klassen halt. Ein Medic, also ein Supporter, ein Medic, ein Laner und so weiter. Tank und ich glaube, hier ist DPS, alles nochmal ein bisschen genau. Hier ist nochmal alles ganz spezifisch. Und ich glaube, also ich nehme, glaube ich, einen Shadowwalker, weil ich Damage machen will. So einfach ist das. Ja, wir haben auch noch den aus... es gibt noch eine männliche Klasse übrigens. Ja, den Cyberblade, ne? Ja, also nicht Cyberblade, sondern er ist ja Australier, wenn jemand drauf achtet. Cyberblade. Cyberblade. A recent innovation in art science. Der sieht aus wie der Typ von Metal Gear Solid. They boast powerful chakra buffs and extreme mobility, making them experts in fast-paced combat. Aber, ja, ihr habt gerade gehört, wenn ihr das ausspricht, Cyberblade. Cyberblade. Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, was ihr nehmen wollt, also ich nehme den, ich würde sagen, ich nehme den Defender. Okay, also ich nehme Shadowwalker. Ja. Boah, dass jeder was anderes hat, dann nehme ich den Shadow. Punisher. Ja, nehm bloß nicht den Sentinel. Warum? Alter, die hat voll die breite Hüfte. Was, die Whipper, hä? Fuck. Shadowwalker. Ja, Shadowwalker. Aber wir können hier das Ganze noch nice, bilden. Das ist eine geile Frisur. Welche ist denn die Porno-Frisur? Oh, so. Oh Gott. Ja, mach eine Glatzenfrau. Also wie gesagt, ganz weit weg vom Sentinel bleiben. Ey, wenn du eine Glatzenfrau machst, bringe ich dich um, ohne Scheiß. Okay, schauen wir mal.
Ja, so. Wo ist die Glatze? Aussehen her finde ich es ja ziemlich cool, weil ich bin ja so ein Anime-Fan, von dem her sind die Charaktere eigentlich ziemlich okay. Ja, und vor allem... Also überzeichnet. Ja, ja. So kann man sich das sagen. Sehr überzeichnet, also etwas ganz Bestimmtes, sehr über vor allem. Ja, halt, ne, das ist... Also ich meine, ich gehe jetzt mal nur auf die Gesichtspartie, ja, um hier die grafische Analyse reinzubringen. Die Gesichtspartien sind echt... Mein Pilz kommt gerade nach unten. Was ist mit ihm los? Gott, das ist die Kamera wahrscheinlich gerade voll auf die Brüste gegangen. Geh wieder hoch, Kamera, böse. Scheiße, ich hab gerade auch ans Gesicht ganz reingezoomt, ne? Und auf einmal. Das lässt sich mich ja nicht vermeiden, glaube ich. Auf einmal zoome ich auf die Brüste. Aber geht's euch auch so, dass diese Wechseln der Gesichter oder sowas, die Animation will ich es jetzt nicht nennen, aber das Reinladen des Gesichtes irgendwie sau creepy aussieht? Also richtig unheimlich. Ja, ein bisschen, ja, Alter. Manche schon, ja. Dieses Nachbuffern. Aber ich finde halt, also die Gesichtspartien und so weiter, die sind halt von diesem Anime-Stil echt gar nicht mal so schlecht. Du, ganz ehrlich, ja, wenn man sich das so anguckt, so vor allem die Sachen so, die Rüstung selber, wenn man jetzt mal von dem offensichtlichen ausgeht, hier mal wegsieht, absieht, eigentlich sind die ganz gut designt so, also so die schön detailreich. Ja, auf jeden Fall. Hätt also an sich, das ist kein schlecht aussehendes Spiel so. Alter, das wird sowas von die Puffmutter, jawohl. Die Puffkönigin, ich sag's euch. So. Was ist das denn für ein Quatsch? Warum? Hä? Oder? Nee. Achso, oh lol. Okay, alles klar. Nee, vergiss das. Ich war gerade beim Pre-Build, hab mich gewundert, warum es beim Pre-Build die gleichen Frisuren gibt wie dann beim Hairstyle. Die ganzen Abonnenten könnten ja mal unter das Video schreiben bei jedem, was wie sie das finden, dass wir jetzt sowas überhaupt spielen. Ob sie halt ein bisschen, also ob sie selber sowas spielen würden, das würde mich mal interessieren. Oder ob sie sowas niemals Okay. Das ist ja mal krass zu wissen. Egal was ihr tut, bei den Clothes, nicht die unteren. Nicht machen. Ja, die Unterwäsche halt, ne? Ja. Ja, ich hatte gerade schon den ersten Blitzer. Oh, das geht. Aber ich hatte trotzdem gerade schon den ersten Blitzer. Ja, die sind ordentlich, die ja. Oh. Ich sag's nur, wegen YouTube-Richtlinien zensieren und so weiter. Ja. Gut zu wissen. So, und klickt euch nicht, das ist mir fast passiert, klickt euch nicht dann bei den ganzen Voreinstellungen durch, bis ganz nach unten, weil dann seid ihr auf einmal wieder auf random und dann ist wieder alles weg. So, ich nehme mal meinen gewohnten Viber-Nickname. Miss Nickeline. Ey, wenn das jetzt weg ist, ne? Ach so, nee, der Name ist ganz... Also ich wäre soweit. Ja, ich nicht, weil man... Ach, Mann, oh. Ich muss noch ganz kurz, ich bin gleich soweit. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel nackte Haut hier zeige. Ja, okay. Dadurch, dass es keine echten, kann ich aber auch sagen, wegen Richtlinien, dadurch, dass es keine echten quasi Brüste sind, da ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Also soweit ich weiß... Also ich sag nur Far Cry 3, da waren es auch keine echten Brüste. Das waren auch schöne Polygonbrüste. Leider ist der Ubisoft und die YouTube-Richtlinien sehr, sehr streng. Ja, was? Ich meine, das sind keine Brüste, das sind einfach pinkfarbene Luftballons. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass ich kein Leerzeichen drin haben darf? Echt jetzt? Echt? Tatsächlich, ja. Okay. So, fertig. Dann machen wir es so. Wo bin ich jetzt in Unterwäsche? Ich bin so verwirrt. Man ist sowieso in Unterwäsche, glaube ich, wenn das Ach so. Anfängt. Das geht nicht anders. Ja. Okay, wollen wir starten? Oh, mein Name ist vergeben. Oh, du bist vergeben. Faker, ey. Okay, gestartet. Also wir können starten. Never okay, dann coming. Starten wir mal. Oh, jawohl. Erstmal get your welcome free package, ey. Ja, genau. The 69 AP Shop. Erstmal ein bisschen Werbung. Bin ich ja mal gespannt, wie die Welt da so aussieht. Ja. Ich möchte aber vielleicht ein bisschen vorfahren. Ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal an einem PC in MMO gespielt habe. Also ich kann mich vielleicht teilweise ein bisschen dämlich anstellen. Okay. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, das ist ja genau, achso, was wir noch sagen sollten. Hier sind alles keine Profis. Wir machen auch, das Ganze ist ein Fun-Projekt. Nur so zur Info nochmal. Es wird halt mega trashig. So, jetzt erstmal, ja, was geht denn jetzt überhaupt ab hier eigentlich? Ja, okay, also auch unsere NPCs sind
Aber ich sehe hier Miss Nicoline gerade neben mir, also... Was? Ernsthaft? Ja, du bist hier gerade neben mir. Ich sehe keinen von euch. Ich mach. Ohne Scheiß, ich sehe keinen. Hier steht niemand. Ich bin alleine. Okay. Doch, ich hab hier Rubber TT. Bist du Rubber TT? Ja, ich bin das. Ich bin Rubber TT. voll die... Alter, eins bleibt kurz stehen. Mein Gesicht reicht dir kein... So. Wir sind auch mal rumrennen. Wo sind wir noch ein bisschen? Ah, ey, mein Gesicht ist genau auf deiner Brust. Kann das? Das ist ja herrlich. Kann das sein, dass hier verschiedene Rassen, andere Staaten, ja, Gegenden haben? Wieso, wo bist du? Ja, ich bin hier. Arcana Base. Wir auch. Wir sind das auch. Okay, komisch. Dann müssen wir gleich mal gucken wegen Freundesliste und dann eventuell zu einem Port oder so. Ich drücke mal ganz optimistisch, ich bin F und sie wissen, nichts passiert. Okay, schade. F, nee. Optionen. Correct Selection. Vielleicht J. Ah, J, okay. Nee. K, das Skillmenü. Ah, H, H, H. Aha. H? Aha. H, okay. H, so. H wie Social, halt, ne? Add Friend. Wie heißen hier? Warte. Rubber TT. Warum eigentlich Rubber TT? Ja, denk mal drüber nach. Kann gerade nicht gleich. Achso, oh Gott, ja, okay. Hm. Ich hab's jetzt verstanden, ja. Alter, was hat eigentlich Charakter mein Charakter für ein Hinterteil dran? Achso, Rubber. Das doch, geht doch gar nicht. Rubber. Ja, voll der. Oh Gott, stimmt. Bei mir auch. Voll breit und so. Gebärfreudig ist meine Güte. Ja, ja, stimmt. Das ist sehr gebärfreudig. So, ich hab dir einen Invite geschickt, du musst mal gucken. Rubber. Ja. Taco. Es ist bis jetzt noch nichts angekommen. Alles gut. Pokerkeks, wie hast du dich da eigentlich genannt? Pokerblitz. Pokertitz. Blitz! Blitz wie Blitz oder was? Ja, B-L-I-T-Z. Also irgendwas will hier gerade nicht so richtig. Warum? Ich habe, Winkels hat mir eine. So, ich hab. Ich glaube, so, jetzt also habe ich dich eingefügt, aber ich glaube, man bekommt hier gar keine Nachricht. Hast du jetzt eine Nachricht von mir bekommen? Nee. Weil ich habe jetzt eine geschickt, du bist in meiner Liste als Ally und ja. Du bist bei mir auch registered as friend. Also du kannst sogar, guck mal, du kannst sogar auf mich selbst klicken und einen Rechtsklick machen. Hm? Und wenn du dann einen Rechtsklick machst, also auf add friend. Okay, man braucht ja anscheinend gar nicht irgendwie bestätigen oder sowas. Sobald man ihn eingegeben hat, ist man in der Dings drin. Aber du müsstest doch eigentlich müssten wir das doch irgendwo angezeigt bekommen, oder? Ja, seltsam, oder? Habt ihr bei H nichts da stehen, oder was? Doch, bei H habe ich jetzt... Ja, aber wir haben ja nirgendwo ein Interface. Weil ich ihn eingegeben habe. So, Pokerkicks, wie war dann der Name jetzt hier? Pokerblitz. Pokerblitz, ja. Blitz. So, jetzt habe ich dich in der Truppe drin hier quasi. Du heißt Puga Kaimi? Kamei? Was? Wie heißt du? Wer jetzt? Nee, ich heiße MS und dann Nikeline, aber das E diesmal vor dem L. Aber Moment. Viel wichtiger ist ja, wo du bist und MS? Wir sind. MS NICKELINE. Okay. Ist da? Ja, jetzt habe ich dich drin. Aber die Frage ist halt immer noch, wo wir sind. Ich probiere es gerade mal schon die ganze Zeit, ob man vielleicht irgendwie. Ob du hier irgendwie bist. Invite? Hast du einen Invite bekommen von mir? Oh, warte mal. Nee, man bekommt den Invite. Invite to Team. Habt ihr den invited? Jawohl. Einfach in der Freundesliste rechtsklick auf dich und dann steht da Invite. Nickels, wo bist du hin? Ich bin gerade ein. Ich komm zurück. Kannst du nicht ihn jetzt einsam auch einladen? Hä? Ja, kann Nickels sich jetzt nicht auch einfach einladen? Achso, du hast ihn noch gar nicht in der Liste, oder was? Nee. Na, kleinen Moment. Du bist gerade weggerannt. Andere Richtung. Robber. Andere Richtung. Robber. Ja. Ey, man hat doch keine Weite. Guck mal, man erscheint einfach.
einfach, ehrlich. Ja, echt? Ah, da bist du, okay. Kein Wunder, dass wir jetzt wahrscheinlich Overkicks nicht sehen. Wahrscheinlich ist da wirklich irgendwo, wo wir ihn einfach nicht sehen können. Ja. Ich habe keine, keine Autorität, das zu machen, Pokerkicks. Du musst immer nochmal hinzufügen. R-U-B-A-T-T. Ja, R-U-B-A-T-T, zwei groß T. Okay, hab ich Friends, Restic, Invite. Hast du bekommen? Jetzt habe ich Team-Invite bekommen, ja. Der kein Englisch kann, kriegt's hier hin, ich glaub's ja nicht. Wie hast du das wenn gemacht? Wenn ihr hart drückt, dann ist doch bei den Freunden rechts noch Fightmark und dann könnt ihr hier nochmal da drauf klicken und nochmal auf Freund, dass der Freund wirklich ein Freund ist und dann habe ich einfach auf euren Namen Restic gemacht und Invite. Okay, ich bin jetzt mit Poker Blitz zusammen. So. Kann ich jetzt nicht einfach zu euch porten? Nee, ich glaube nicht. Die Frage ist halt. Wo? Die Frage ist jetzt, wo bist du? Ja, genau. Und mir wird in meiner Unterwäsche jetzt auch so ein bisschen kalt hier. Total. Ja, das Einzige, was ich machen kann, Aussagen wieder einloggen und hoffen, dass ich dann bei euch bin, weil wir ein bisschen. Ich bin am überlegen, ob du vielleicht auf einem anderen Hive bist. Kann das sein? Warte, M ist doch hier Map. Ja. Wo Arcane Base Fault steht dabei. Wir sind unten, bei dem ganz unten in der Mitte. So, ich bin ganz oben. Okay, das erklärt's. Das wird wirklich sein, ja. Aber da ich euch nicht mehr auf der Map sehe, bei M ist ein bisschen. Ja, das finde ich ein bisschen doof, dass man jetzt seine Freunde wenigstens. Alter. Komm mal kurz. Hä? Das Hologramm? Besser. Zoom mal auf das Hologramm so ein bisschen ran. Na? Ja. Geh mal mit deiner Maus aufs Hologramm, guck, was mit der Maus passiert. Was? Ja, man begrabbelt halt ein bisschen, ne? Nee, oder? Ist das so eine Hand oder was? Ja, ja, das ist ja super. Mit die Krabschen, oder was? Ja, so ein bisschen richtig krabschen, jawohl. Das ist ja super. Ach, Gott. Aber vor allem das Outfit hier von Satis Hologramm ist auch. Ja. Ey, ohne Scheiß. Bleibt ihr einfach jetzt in der Mitte? Wenn so die Zukunft aussieht, wo ist das Programm, wo ich mich einfrieren lassen kann, auf jeden Fall. Aber was ist eigentlich die Story von diesem Spiel, hey? Ich hab keine Ahnung, die werden wir bestimmt jetzt gleich erklärt bekommen, wenn wir jetzt nicht immer alle 15... Ja, auch rote Lippen muss er haben, das ist so lächerlich. Das ist so klar. Naja, komm jetzt einfach da in die Mitte zu euch und dann mal gucken. Achso, nee, wir sind ja ganz unten. Ja, manche ganz unten in der Mitte, ja. Da komm ich einfach mal hin. So, dann können wir mal in der Zeit mal was gucken, und zwar... Was wollt ihr gucken? Ne. Genau, guck mal, ob hier unten rechts bei den Optionen und so noch coole Sachen gibt. Weißt du, dass es ein Dance Club gibt oder sowas? Also ein Nickel. Okay, ein Dance Club, aber ich will gucken, ob es. Ich hab's gerade schon mit Slash probiert. Kann man auf den Strich gehen? Weiß ich, das geht, glaube ich, nicht. Ne, weil ich glaube, ich habe nicht. Bei irgendeinem Game geht das, bei. Ach, wie hieß er doch? Irgendein Live wahrscheinlich. Nee, beim richtigen MMORPG. Ich weiß nur gerade den Namen nicht, egal. Bone Town? Nee. Man konnte bei. Ein Träumerblind! Hallo, guter Mann! Ey, wenn wir jetzt tanzen könnten, müssten wir uns eigentlich gegen, neben den tanzen. Ja. Warum habe ich eigentlich so einen Totenkopf neben mir bei meinem Titel? Weiß ich nicht, haben wir aber alle. Vielleicht sind wir in Wirklichkeit tot. Cliffhanger, Spoiler. Crazy. Nee, also ich kann. Also die Hintergrundgeschichte weiß ich hier vom Spiel, muss ich dazu sagen. Also wenn ihr sie hören wollt. Okay, ja, klar. Gleich, ich guck gerade, ob es irgendwo gibt einen Shop oder sowas, weil es würde bestimmt Pay to Win geben. Das hier ist ziemlich Pay-to-Win, das Spiel, auf jeden Fall. Das ich glaube, ich sehe euch, oder? Ist so? Ja. Hallo, Poker. Hallo. Pokerblitz ist schon eine Waffe. Hallo. What the fuck? Was ist denn die Wumme her? Auf dem Weg hierhin konnte ich schon eine Quest abgeben und hatte dann die Waffe. Achso. Ja, wir müssen nicht zu der, glaube ich. Achso, da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Wir haben noch nicht mal die Quest angefangen. Das ist mein Mother, who helps manage the Ark Project. Dann lesen wir mal durch. Mother's Edict. Ah. Ja, ey, und schon lesen wir jetzt nicht alles durch, sind wir bescheuert? Ja, nee. Jetzt mal ernsthaft. Wir sind doch alles intelligente Menschen. Ja, ja, I know you're pressed for time, so I will make this a quick deal. Oh Gott. Ja, die Dialoge sind auch etwas. Don't ever press the skip button. If you do there, I will be there will be consequences. What the fuck? Du hast ja mal hier in, ne, also, ja. Was? Ja, hier, ihm seine Titten sind ja mal übelst groß. Das ist... Ey, wie ich schon sagte, guck dir mal bitte an. Ich steh mich neben den und unsere Gesichter sind halt einfach auf seiner... Ja. Ja, ne? Also... Ja. Komm, wir stellen uns so hin bei ihr, dann an jeder von einer rumnubbeln.
Oh, du meine Güte. Aber vor allem auch wunderbar, wie wir hier immer in die Charaktere und die ganzen Charaktermodelle reinklippen hier. Ja. So, jetzt hier endlich weiter. Naja, der Will be Consequences, so. Movement. So, jetzt brauchen wir Waffen, oder? Also ich hatte die Quest da hinten, ich weiß nicht, ob eure auch Call to ist. Arms. Wo habt ihr denn die Quest jetzt her? Weiß ich nicht. Nee, weil ich hab jetzt bei mir einen Quest-Alert gehabt. Oder wie das hieß? Nee, das ist ja was anderes. Ja, ich hab nämlich sonst keinen einzigen Quest oder sowas. Kann man hier. Greetings, I am hier, also hier sind auf jeden Fall schon mal die Quests. Vielleicht sollte man einfach mal mit Satis Hologramm reden. Ich hab ich doch gerade schon. Der hat mir nur. Da hab ich jetzt gerade so ein Mini-Tutorial, glaube ich, gemacht und jetzt ist es durch. Also ich hab das noch nicht Quest gemacht. Deswegen. Ach, meine Güte. Ich hab jetzt eine Quest Kill Training. Doch, klar. Ich hab jetzt Call to Arms. Talk to Weapon Quartermaster Vera. Ja, Reward Level 1. Okay. Jetzt. Uber, ja, ich war bei euch dabei, glaube ich. Der nämlich eigentlich dieselbe haben. Ey, man kann springen? Jawohl! Ja! Nice one. Ohne Scheiß, ein MMORPG ist nur dann gut, wenn du auch springen kannst. Wackelt dann noch alles, was wackeln soll? Ja, da wackelt auch nicht was. Ja, naja. Physik hätten sie ein bisschen mehr machen können. Aber okay. Wir haben schon fast zu viel gemacht hier. Oh Gott, die Zweideutigkeiten hier. Was? Das ist jetzt Quatsch. I'll make this a quickie. Ja. Bestimmt. Ach, jetzt wird mir gezeigt, wie ich mich bewege, okay. Einfach skippen. Skipp das ohne Scheiß. Ja, ehrlich. So, komm. Ich glaube, jetzt dürfte ich eine Waffe haben. Nee, die kriegst du nicht. Krieg ich erst später hin? Okay, dann, dann gehen wir mal los. Wir folgen dem Blitz. Ey, wie auch lang. Bounce. They see me rolling. They hating. No. Riding dirty, ja, auf jeden Fall. Aber kann auch laufen, wenn man ganz auf den Boden Doppelklick macht. Kann jetzt einfach R drücken und dann läuft man automatisch. Ja. Da, Wappen Quartermaster Vera's Hologram. Hier war das? Richtig. Happy to meet you, Arcana. I'm Vera. Oh Gott. So, call to arms. Finish. Greetings! I'm the Weapon Quartermaster. I distribute weapons to Arcana deployed on surface missions. If you want a little toy to play with, the listen up, or I will send you upside down with nothing but base this bomb. Dum dum. Ach Gott. Pay attention, your life depends on knowing this stuff. Ja, ja, titten, so weiter und so fort. Hey, ich hab ein Schwert. Oh, cool. Ich hab einen Anruf. Moment. Keine Waffe. Ich hab einen Anruf. Nein. Ach, quasi mein Quest-Alert halt hier unten. Fabron Gauntlets gibt's, okay. Kann sein, dass sein Charakter einfach keine Waffe hat und das einfach so nur mit den weiblichen Vorzügen kämpft. Das wäre so witzig. Das wäre sogar wirklich so witzig. Was bist du? Ach nee, du bist doch hier der Damage-Dealer eigentlich. Die Damage-Dealerin, meine ich. Stimmt, aber ohne Scheiß, mir wird jetzt gesagt, ich soll hier jemanden töten. Ja, dann, ich hab was rausgefunden, wenn ihr rechts oben habt, ihr auf die Quest, ihr müsst einfach nur auf Training Dummy klicken, dann geht ihr automatisch zu so einem Training Dummy. Das ist ziemlich gut. Okay. Wo? Hab ich gemacht, meine läuft jetzt gerade an jedem einzelnen Training Dummy. Ja, vorbei, wahrscheinlich ist da einer der. Ja, sieht so aus. Ist der Auserwählte quasi. Ja, genau. Aber ich gehe trotzdem jetzt einfach hier auf einen drauf. Oh, dann schlagen wir mal zu. Ja, ich geh mal zu Poker. Was? Ich geh mal zu Poker, okay. Ich hör jetzt auch auf. Attacke! Wo soll ich Ach hier? Du Scheiße! Jetzt auf einmal los. Warum? Guck hier, ich hab meine Waffen gefunden, Pokerkeks. Alter! Bei Weiß hier da. Du bist hier von X-Men der Typ. Wolverine. Ja? Wo seid ihr? Warte, wenn du. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Bitte. Erstmal die Soundeffekte leiser machen. Ganz links. Ganz links unten. Ja, bei den Robotern auf der ganz linken Seite. Okay. Warst du gerade auch da? Nee, war ich eigentlich nicht. Warst du bei uns? Ach, also die Training Dummies hier meint ihr? Die hier gerade. Ja. Ohne Scheiß, ey. Ah, ich wundere mich, meine Waffen sind, weißt du? Jetzt sehe ich euch da. Da ist er. Da bin ich doch. So, aber Optionen, den Kampf mache ich auch mal ein bisschen leiser, ist ja übel hier. Ohne Scheiß. Soll ich mal meine Waffen zeigen?
Wow. Ich finde es auch cool. Ja, aber ich möchte, dies bitte. Deine Argumente möchte ich torpedieren, indem ich meine Argumente zeige. Ich hab halt Clown. Diese große DM. Gott, laut! Ja, ja, sag ich das, das ist echt mega laut. Warte mal, kann man eigentlich hier. Gerade schon runtergeschaltet. Ich kann mal wieder abgeben. Ich kann das wirklich hier auf 10% runtersetzen und das ist schon. Ja, hab ich auch 10%. Geht ja, einfach. Nicht. Und dann musst du halt speichern, dann sonst bleibt. Oh. Okay. Apply to account. Ist auch so dumm. Account-übergreifende Options, what the fuck? Okay. So. Oh, Stille. Oh. Angenehm. So, Vera. Okay, also die Angriffe sehen geil aus. Ja, das stimmt. Das ist super animiert alles. Geile Effekte und alles. Finish. Oh ne, ich hab Handschuhe an. Die fängt an, sich anzuziehen. Was soll denn der Quatsch? Ja, cool. Keine Sorge, das wird das nicht allzu viel mehr sein. Aber das sind. Also das. What the fuck, ey. Ich werd hier noch über. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Nächste Quest. Ich find's irgendwie scheiße, dass ich euch nicht auf der Map sehe oder sowas. Ihr rennt mir immer weg und ich bin dann irgendwie alleine und einsam. Ja, wo bist du jetzt? Ja, andererseits, genau. Ja, einfach immer auf die Quest umklicken, dann rennst du automatisch zu deinem Quest-Ziel. Stimmt. Gut. Das klappt bestimmt auch, wenn du auf die. Auf uns klickst. Ja, das weiß ich nicht. Das wollen wir mal versuchen. Rechtsklick. Follow! Ja, ich kann dir folgen. Ja. Auf Follow, wenn man Rechtsklick macht. Lauf mal bitte weiter rechts. Bei der Quest brauchst du zum Beispiel. Ja, hast du ja abgegeben. Ja, ich lauf dir hinterher. Ich lauf dir sogar direkt hinterher. Ich wollte nur mal testen. Ihr lauft, ja, zu Officer Laura. Ja, bin gerade dabei. Okay, ich nehme mich auch. Also auf der verschwunden. Das ist echt bitter mit dem, Buffering. Ja, das stimmt. So. Hallo. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein. Was denn? Dr. Transportoffizier Laura muss oben jetzt stehen haben. Dr. Ja, okay, bin ich da. Und dann ja, einfach auf den Namen Laura klicken, dann rennst du automatisch zu Laura. Der Map oder was? Ja, ne, auf den Namen klicken direkt. Ach so, weil ich hab Quest. Das Ganze mal akzeptiert. Ach, guck einer an. Du ganz blöde. Ja, ja. Gibt aber ziemlich viele Spiele, wo das schon so ist, aber ich wundert mich, dass das hier auch ist, ja. Also okay. Zumindest die Free-to-Play-Games. Ey, ich find's eigentlich echt schon schade, dass die Körper halt so übertrieben gezeichnet sind, ne? Weil die Gesichter sind echt cool. Die Gesichter gefallen mir generell guck ich auch mal die Umgebung an. Ja, gut. Das sieht hier alles wirklich. Ja, hier finde ich die Umgebung jetzt nicht so. Wir sind hier in so einem Kasten drin. Ja, noch. Wer weiß, vielleicht, wenn wir irgendwann rauskommen. Ein Kasten. Ja, ja. Ja. Nichols, und Utaro. Die erste Folge wäre damit eigentlich dann beendet. Hochzeit. Sind wir soweit? Ja. Da haben wir ja viel geschafft. Ja, wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir in der nächsten Folge schon mal die Waffen haben und alles. Richtig, dann würde ich sagen, wir sehen uns auch eben in dieser wieder. Das heißt also für euch morgen zur gleichen Startzeit. Da wird es dann wohl, also der Map sage ich schon, der Quest zufolge wohl an die Oberfläche gehen oder auf jeden Fall in eine andere Zone. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei allen Zuschauenden und freue mich auf euer Wiedersehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ja, genau. Also ich freue mich auch auf die nächste Folge und schaut doch mal einfach in die Infobox unter dem jeweiligen Video und dann könnt ihr auch die anderen zwei Kanäle euch mal anschauen. Genau. Bis dahin. Also dann, tschüss. Tschüss. Ciao.